das geplante 5-Punkte-Konzept. Stärkere Kontrollen in den Fanblocks und vor den Stadien. Überwachung der Fanclubs. Erfahrungsaustausch mit Beamten von Scotland Yard. Nutzung ihrer Kenntnisse im Umgang mit Hooligans. TV-Spots gegen Gewalt und Sportethik im Schulunterricht. Doch Zweifel bleiben. Zweifel bleiben. Und dann ist ein Ehrenkranz in der Mitte das D. Und oben drüber steht das Logo des BFC. Diesmal ging alles gut. Doch die Angst ist zurückgekehrt in die Stadien.